Hallo Leute, heute ist der 10.04.2020. Ich habe mir gedacht, ich melde mich wieder. Gestern das Video konnte nicht hochgeladen werden. Was einerseits vielleicht ganz gut war, weil ich die Männer angesprochen habe, die mich sehr geärgert haben. Und irgendwie bewahrt mich meine Internetverbindung immer davor, solche Sachen zu veröffentlichen. Und heute habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt. Aber es gibt einfach Sachen, die mich aufregen und die ich nicht verstehe. Hat mit meinen Eltern zu tun, aber näher werde ich nicht drauf eingehen. Das haben sie nicht verdient und also nicht im negativen Sinne, oder? Ja. Ich möchte nicht schlecht über meine Eltern reden. Und heute hat der Hund das erste Mal Hundefutter gefressen. Nach langer Zeit sogar eine ziemlich große Portion. Er hat jetzt nichts mehr gefressen, aber vielleicht traut er sich über Nacht wieder was zu fressen. Er ist jetzt auch das nicht gewohnt, dass er so viel auf einmal zu sich nimmt. Und hat noch Futter drinnen stehen und ist ziemlich müde und war mit draußen und hat sich dort ein bisschen bewegt und herumgeguckt. Er ist relativ wach und fühlt sich, glaube ich, ganz gut. Er hat heute Vormittag gebrochen. Leider, da haben sie ihm zu viel zu fressen gegeben, glaube ich, weil sonst hätte er nicht gebrochen. Sonst hätte er nicht gebrochen und aber es hat sich dann über mittags gebessert. Und er hat heute Abend sogar Hundefutter gefressen und nicht nur Pudding und Extrawurst. Der Tierarzt hat gesagt, wir sollen Puten-Extrawurst besorgen, weil die nicht ganz so gewürzt ist und die ihm nicht so viel tut. Das haben wir heute gemacht und also mein Vater hat es gemacht und ja, er wird halt jetzt abwechselnd von dem und dem und dem ernährt. Am Anfang hat er sich heute in der Früh nur Käse rausgenommen und hat die Extrawurst liegen lassen. Dann hat er Extrawurst gefressen und dann sogar Hundefutter. Und war nicht sonderlich viel, aber doch. Und das freut uns natürlich, dass es ihm besser geht. Und ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Und wenn er am Wochenende noch einmal nicht normal frisst, sollen wir uns wieder beim Tierarzt melden. Also morgen oder übermorgen. Weil wir haben die Privatnummer von ihm. Übermorgen ist für Ostern, aber er hat gesagt, wir können uns melden. Und dann guckt er sich ihn nochmal genau an. Aber die ganzen Untersuchungen und so weiter haben jetzt im Endeffekt nichts ergeben. Er hat keine Autoimmunerkrankung, er hat keinen Krebs. Hat keine Tumore, er hat Entzündungswerte hohe und eine Anämie, aber wie lange schon, wissen wir nicht. Das kann schon eine ganze Weile bestehen und er hat jetzt erst aufgehört zu fressen. Und es geht ihm jetzt erst so schlecht. Aber wie gesagt, es wird besser. Wenn Papa nicht zu Hause ist, geht es ihm natürlich nicht so gut.
weil er doch sehr vaterfixiert ist. Und wie alle unsere Tiere. Und ja, woran der Kater gestorben ist, kann das sogenannte FIP sein. Das ist eine Tierart von Corona auf Tierart. Da hören sie auf zu fressen und sterben innerhalb von 9 Tagen daran. Und man kann nichts machen und man sieht nur wenig im Blut und man kann aber gar nichts dagegen machen. Sie sterben innerhalb von 9 Tagen. Wir sollten jetzt die ganzen Katzensachen zum Teil wegschmeißen, zum Teil desinfizieren, damit sich der andere Kater nicht ansteckt. Wir haben ja noch eine Draußenkatze. Und die sollten wir jetzt nicht in die Katzenbox geben, wo der Kater drin war, damit er sich nicht infiziert und auch dran stirbt. Aber das ist wie gesagt nur eine Vermutung, dass er das gehabt hat. Das heißt FIP und führt halt innerhalb von 9 Tagen zum Tod. Bei ihm ist es eigentlich in 3, 4 Tagen gegangen. Und ja, dagegen gibt's nichts. Das ist wie Corona nur für Katzen. Und gegen Corona gibt's natürlich schon Medikamente, aber bei den Tieren halt. Bei den Tieren halt nicht. Und da kann man nicht viel machen. Nur es ist ein Wunder, dass er halt im Blutbild nichts gemerkt hat. Und normalerweise verschlechtert sich das Blutbild mit dieser Krankheit auch langsam und er hat mir kurz vor seinem Tod nochmal Blut abgenommen. Und da hat alles normal ausgeschaut. Also, wundert mich etwas. Entschuldigung, dass ich so viel gähne, aber ich bin ziemlich müde. Ich habe mir gerade den von gestern, den Livestream von Silbermond angeguckt. Der ist echt gut gemacht gewesen, dass die so miteinander musizieren können. Auf diese Distanz ist echt ein Wunder. Und die Technik dahinter ist auch eine ganz schöne Arbeit. Und ja. Mir geht's heute so mittelmäßig. Ich habe mich großteils wieder abgeregt, aber ja, ich habe mich gestern sehr geärgert. Und ich habe halt wenig Antrieb, bin die ganze Zeit müde. Also diese Fatigue schlägt wieder total stark zu. Diese chronische Müdung, Ermüdung und ich kann mich auch tagsüber kaum beschäftigen, weil ich die ganze Zeit fast am Schlafen bin und wenig tun kann. Ja. Es tut sich aber generell nicht viel. Ich komme nicht wirklich raus. Sonja hat ja diese Roggenallergie und darf bis Mitte Juni auch nicht raus. Also werde ich mich mit ihr morgen nicht raussetzen, weil sie dann wieder so eine Allergie bekommt. Und da tut sie ja, auch leid dabei und das will ich nicht provozieren, wenn ich draußen bin und
Dann sind das die Tage, die ich mit Sonja verbringe. Drinnen. Ist zwar ein bisschen blöd, aber ich kann auch nichts dafür. Ja. Corona-Nachrichten gibt es keine neuen. Ich weiß nicht, wie die Todeszahlen sind. Oder ich weiß nur, dass Italien und die Amerika, in Amerika total viele Tote sind. Und dass die Zahlen bei uns weit überschreitet. Aber wie viele es bei uns jetzt sind, und wie viele Angesteckte, das weiß ich nicht. Ich glaube, im Verhältnis 3% der Bevölkerung in Österreich haben sich angesteckt oder wurden schon drauf getestet und sind negativ. Also die gesamte Summe der Testungen und Ansteckungen und Verstorbenen ergibt 3% der Bevölkerung circa, und das ist ein kleiner Bruchteil. Ich verstehe nicht, warum im Juni oder im Mai, Anfang Mai wieder alles aufgemacht wird. Die Schulen vielleicht nicht, aber die kleinen Geschäfte und so werden wieder aufgemacht, und das verstehe ich nicht, weil einfach die Durchseuchung noch nicht so hoch ist und damit sich noch viele Menschen anstecken können und auch noch viele Menschen sterben können. Und das für unsere Intensivversorgung sowieso überfordernd ist, wenn sich so viele Menschen auf einmal anstecken. Aber es sind jetzt auch viele wieder genesen und bilden sozusagen Puffer zwischen den Erkrankten und den Nicht-Erkrankten und den Immunisierten. Durch die Erkrankung. Und deswegen wird man das Risiko eingehen. Aber ich glaube, also ich finde es nicht gut. Weil man über die Durchseuchungsrate da noch zu wenig weiß und da einfach extreme Zahlen dabei entstehen können. Aber ja, es werden sich schon was dabei denken. Ich glaube, sonst würde die Ansteckungsrate noch ewig so klein vor sich hintröpfeln. Und das nie ganz enden. Aber ob das für Risikopatienten halt die richtige Lösung ist, weiß ich nicht. Naja, ich verabschiede mich jetzt. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend, wann immer ihr das Video seht. Ciao. Arenes. Bis zum nächsten Mal.